Die wichtigste Botschaft, die wir aus den letzten Tagen gewinnen konnten, ist, die Wirtschaft in den USA wird jetzt deutlich schwächer. Gleichzeitig sehen wir klare Anzeichen dafür, dass die Inflation nach oben geht. Und das bedeutet, dass die Fed die Zinsen alles andere als senken kann, sie vielleicht sogar nochmal anheben muss. Und das könnte einer der Gründe sein, eben, dass die Inflation wieder anzieht, dass da gar keine Chance besteht, Zinsen zu senken, dass wir am Freitag nach den US-Arbeitsmarktdaten einen stärkeren Dollar und höhere US-Renditen gesehen haben. Und die Fed kommt damit ein Dilemma. Die Wirtschaft schwächt sich immer weiter ab, aber sie kann die Zinsen nicht senken, eben weil der Inflationsdruck wieder zunimmt. Wir wollen uns die Gemengelage am heutigen US-Feiertag mal anschauen. Da dürfte ja wieder relativ wenig los sein. Die Arbeitsmarktdaten waren im Detail, naja, sehr schwer zu verarbeiten. Wir haben eine höhere Zahl der neuen Stellen, aber wir haben auch etwa sehr, sehr viele Fulltime-Jobs, die abgebaut wurden. Teilzeitjobs sind deutlich nach oben gegangen. Es sind vorwiegend Stellen im Gesundheitssektor geschaffen worden. Wir sehen, dass vor allem Ausländer jetzt Stellen bekommen haben, nicht Native-Born Americans. Das ist ein Thema in den USA derzeit. Also das war jetzt nicht wirklich bombig, was diese Zahlen da gezeigt haben. Und dennoch sahen wir die 10-jährige US-Anleiherendite nach oben geschossen, nachdem zunächst etwas nach unten ging. Da waren wir wieder in Richtung 4,20% unterwegs. Und wir sehen den Dollar, der hier deutlich stärker wurde, jetzt wieder an wichtigen gleitenden Durchschnitten ist und daher erstmal ein bisschen zurücksacken könnte. Aber wir sehen, da ist von Dollarschwäche nichts zu sehen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Und Dollarstärke und starke Renditen sind normalerweise nicht gut für die Aktienmärkte. Und warum sind Dollar und Renditen gestiegen? Da gibt es einige Erklärungsmodelle. Erstens, die Zahlen wurden beeinflusst sehr stark durch den Streik der Schauspieler in Hollywood. Einerseits dann dieser Bankrott von Yellow mit 30.000 Angestellten. Insgesamt wurden durch diesen Sondereffekt etwa 54.000 Stellen abgezogen. Dann wären wir knapp so bei fast 230.000, 240.000 Stellen gewesen, wenn das nicht als Sonderfaktor gewesen ist oder gewesen wäre. Dann sehen wir, dass Unternehmen planen, die Löhne um weitere 5% anzuheben, wie eine Umfrage des Dallas Fed Manufacturing Index gezeigt hat. Wir sehen, dass der Gütersektor, die Industrie wieder langsam an Fahrt gewinnt, etwa im Chicago PMI. Auch der ISM-Index war etwas besser und wir sehen vor allem, ein Grund für den Anstieg der Renditen ist, dass der Ölpreis deutlich nach oben gegangen ist. Wir haben jetzt den höchsten Stand des Jahres 2023. Das beeinflusst natürlich auch die Preise an den Tankstellen. Das erzeugt Inflationsdruck. Die Saudis haben durchaus ein Interesse, dass der Ölpreis jetzt höher bleibt, denn man will, oder Saudi Aramco will jetzt 50 Milliarden Anteile nochmal auf den Markt bringen, Aktien auf den Markt bringen. Da ist es gut, wenn der Ölpreis hoch ist, weil dann die Investoren sagen, ja, das ist sehr werthaltig, was da passiert. Also es gibt vielerlei Gründe, die jetzt dafür, oder warum das passiert ist, was passiert ist. Am Freitag war ja schon etwas rätselhaft, die Daten unter der Oberfläche eher schwächer als stärker vom US-Arbeitsmarkt. Dennoch in einer ersten Reaktion das, was fast zu erwarten war, aber in einer zweiten Reaktion dann Renditen und Dollar eben stärker. Aber schauen wir uns mal an, der Ölpreis ist jetzt ungefähr 30% in 2 Monaten gestiegen. Dazu kommt, dass eben das letzte Mal, als der Preis für Öl so hoch war, die strategischen Ölreserven deutlich höher waren als derzeit. Das heißt, die Amis haben wenig in ihren Lagern, wenn man so will. Und das ist oder hat Einfluss jetzt natürlich auch auf den Benzinpreis, der bei 3,83 Dollar im Durchschnitt liegt. Das ist sehr hoch und das ist eben etwas, was die Amerikaner sehr stark bemerken. Wir sind jetzt 31% über dem 5-Jahres-Durchschnitt, was die Preise für Benzin in den USA betrifft. Also das ist ein Inflationstreiber. Wir sehen, dass die Zinskurve sich versteilt hat, verflacht hat, genau. Das heißt, wir sehen, hier ist nicht Versteilung, sondern Verflachung gemeint. Das heißt, wir sehen, dass jetzt die Zinskurve wieder in Richtung Null läuft. Das wäre dann, wenn
die Nullerlinie, wenn sich also Zinskurven reinvertieren, praktisch das Signal für den Beginn der Rezession, war in der Geschichte letztendlich immer so. Und wir sehen jetzt, die Investoren gehen eigentlich nicht mehr davon aus, dass die Zinsen steigen werden. Aber warum sind dann Dollar und Renditen gestiegen? Die Fed Funds preisen etwa eine Wahrscheinlichkeit von 61% ein, dass da nichts mehr passieren wird in Sachen Zinsen. Für Dezember, also praktisch bis Ende des Jahres, nur etwa 30 bis 32% in etwa die Wahrscheinlichkeit, dass da nochmal etwas passieren wird. Aber wir bekommen am 13. September die neuen Inflationsdaten und vor allem, wir sehen hier Core Services, also das, was die Fed als Supercore bezeichnet, nämlich dass die Inflation im Dienstleistungssektor ohne den Bereich Immobilien, die geht nach oben. Core Services ist jetzt auf dem zweithöchsten Stand seit 1985 und gleichzeitig sehen wir, dass der Economic Surprise Index nach unten geht, also dass die Wirtschaft schwächer wird. All das spricht für Stagflation und Stagflation würde bedeuten, du kannst als Notenbank die Zinsen nicht senken, selbst wenn die Wirtschaft schwächer wird. Mester hatte sich ja dementsprechend dazu geäußert und hat wahrscheinlich solche Grafiken im Hintergrund, nämlich dass wir schon in den 70er Jahren zunächst mal den Rücklauf der Inflation hatten und dann das Wiederanziehen der Inflation. Die Fed damals in den 1970er Jahren hatte mit Zinssenkungen bei rückläufiger Inflation und Rezessionsgefahren mit Zinssenkungen reagiert, hat das dann später schwer bereut. Aber die Fed ist natürlich in einem anderen Dilemma, auch noch den Banken droht ein neuer Stress. Jetzt hat man hier sogenannte MRAs rausgegeben, Matters Requiring Attention. Und zwar sollen einige Banken, die so Vermögensbalances haben, also Bilanzsummen haben von 100 bis 250 Milliarden Dollar, das ist dann schon so in der Größe First Republic, Silicon Valley Bank, die pleite gegangen sind, und hier soll man Risikovorsorgen erhöhen. Man weiß also bei der Fed, dass hier Bankenstress vorprogrammiert ist und der Grund ist relativ simpel. Geldmarktfonds bieten aufgrund der gestiegenen Zinsen immer bessere Renditen. Wir sehen wieder, neues Geld ist reingeflossen in Geldmarktfonds, während Geld aus Bankeinlagen abgeflossen ist, auch wenn die Fed das zu kaschieren versucht. Da gibt es immer seasonal adjusted und da steigen die Einlagen und non-seasonal adjusted, da fallen die Einlagen bei den Banken relativ deutlich. Rechts sehen wir mal die Deposits bei den Commercial Banks, das ist eine relativ eindeutige Sprache. Die gehen natürlich zurück, klar, warum soll ich mein Geld auf dem Konto lassen, das nicht verzinst ist oder minimal verzinst ist und ich habe anderswo die Möglichkeit, 5% mal ganz entspannt zu bekommen. Kommen wir jetzt noch zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren. Erstmal USA. Normalerweise ja der September nicht so gut für die Aktienmärkte. In 55% der Fälle seit 1928 geht es nach unten, aber Optimisten haben ausgekramt. Wenn der S&P 500 seit Jahresbeginn über 10% oder mindestens 10% im Plus ist und dann im August gefallen ist, dann war der September in 8 von 10 Fällen positiv mit einem medianen Gewinn von 2,6%, also 50% waren über 2,6% und 50 drunter oder 49,99, wie auch immer. Jedenfalls sehen wir, das ist eine interessante Ausgangslage jetzt. Der August war schwach, aber davor war es ja super gut. Wir sehen hier der VIX Lowest Weekly Close seit 2019, also wöchentlicher Schluss. Wir sehen, dass der S&P 500 jetzt versucht, wieder hier rechts in diesen Trendkanal reinzukommen. Das ist ein Kampf, der derzeit stattfindet. Und wenn Sie den VIX nochmal unten sehen, dann sehen Sie hier eine bullische Falling Wedge. Das dürfte bald einen Ausbruch beim VIX geben. Der VIX dürfte also steigen. Normalerweise heißt das dann Nervosität an den Aktienmärkten. Wir sehen auf der anderen Seite, dass das, was diese Überverkauft Rally ermöglicht hat, nämlich eine starke Short-Positionierung, die Market Maker zu Absicherungen gezwungen hat, die waren dann selber Short, indem sie das Underlying verkauft haben. Das ist jetzt komplett abgefrühstückt. Wir werden also keinen Short-Squeeze in der Dimension mehr sehen können, die die Preise treibt. Und wenn wir uns jetzt mal einen Ausblick auf die Woche gönnen, heute ja US-Feiertag, da ist dann wahrscheinlich
ab 11 Uhr vormittags dann Hirntod wieder angesagt, morgen dann ASM Service, also Dienstleistung, und dann so Bellsburg, Initial Jobless Claims, FATS Balance Sheet Data, das sind alles jetzt nicht so die Riesendinger, also wenig los eigentlich, aber 8 FED-Speaker, nachdem Mester sich ja schon geäußert hat und gesagt hat, naja, das reicht noch nicht, wir müssen die Zinsen weiter anheben, darf man gespannt sein, was diese FED-Mitglieder in dieser Woche zu sagen haben. Gesagt haben Pekings Autoritäten, wir werden Erleichterungen am Immobilienmarkt ermöglichen. Und hier sehen wir, das hat jetzt gleich durchgeschlagen. Jetzt an diesem Wochenende haben sich die Verkäufe für Existing Homes, also für bestehende Häuser in Peking und in Shanghai, verdoppelt zu dem vorherigen Niveau. Und das macht sich dann auch bei Immobilienaktien in China bemerkbar, die 5,3% gestiegen sind. Wir sehen auch den Hang Seng etwa deutlich im Plus, der am Freitag ja wegen des Sturms dazu war. Wir sehen, wenn wir uns mal Immobilien anschauen und eben dieses große Problem Chinas sind derzeit die Immobilien. Solange die Immobilienpreise nicht steigen, wird es mit der Wirtschaft nicht nachhaltig nach oben gehen. Aber schauen wir uns mal an, wo sind denn eigentlich die größten Blasen? Gucken wir uns mal die G7-Länder an. Vergleichen die Hauspreise aktuell mit dem Jahr 2000. Oder bis vor kurzem waren die Preise ja so hoch, jetzt geht es auch hier runter in vielen Ländern. Jedenfalls sehen wir, Kanada sind die Preise mehr als verdreifacht, absolut fette Blase. Wir sehen, dass auch in Großbritannien die Dinge ziemlich aus dem Ruder gelaufen sind, verdoppelt. Nur in Japan ist das nicht der Fall oder ist das praktisch kaum der Fall. Und wenn wir mal die Leistbarkeit uns von Immobilien anschauen, also das Verhältnis zwischen Hauspreisen und Mieten, dann sehen wir Neuseeland ganz krass, Kanada krass, Schweden krass, Australien krass, UK krass, Deutschland, USA etwa auf einer Linie, nur Japan ist da noch mit am günstigsten. Also da kann man, wenn Sie jetzt überlegen, ein Haus zu kaufen, meine Damen und Herren, dann machen Sie das unbedingt in Japan. Kommen wir nach Germany, kommen wir zu den Dingen, die hier die Deutschen beschäftigen, und das ist vor allem Klima, weniger die Wirtschaft. Jetzt zum Beispiel mal eine Beobachtung, der Ostpazifik kühlt sich rapide ab. Es wird ja permanent nur gesagt, dass etwa Atlantik und so weiter sich aufgewärmt haben, viel zu warm sind, aber der Ostpazifik ist praktisch auf dem Weg nach Süden, was die Temperaturen betrifft. Man weiß noch nicht so genau, wieso. Ein Punkt könnte sein, das Abschmelzen von Eisbergen an den Polen, dass das Einfluss hat, weiß man nicht genau, aber das könnte bedeuten, dass die ganzen Klimamodelle in Sachen Erwärmung möglicherweise komplett falsch sind. Dass man sieht, wie komplex die Dinge hier sind. Die sind eben nicht so eindeutig, wie die Klimareligiösen uns ständig hier weismachen wollen. Und einer der wenigen auch aus der Autoindustrie, die ja praktisch den Kotau gemacht hat vor der Klimareligion und deren politischen Vertreter Oliver Zipse von BMW, der mal anmerkt, also Leute, ist ja schön und gut, aber das Verbrenneraus ist fahrlässig, denn wir haben gar nicht genug Rohstoffe, um so viele Elektrofahrzeuge zu bauen. Lithium, Kobalt, seltene Erden, das wird nicht reichen. Jetzt gab es auf Finanzmarktwelt so intelligente Kommentatoren, die gesagt haben, naja, da machen wir uns doch unabhängig mit Wind und Solar von den Chinesen und so weiter. Naja, das Problem ist nur, dass das hauptsächlich von den Chinesen geliefert wird. Das heißt, wenn die zum Beispiel sich überlegen, mal eben Taiwan einverleiben zu wollen, wir dann sagen, okay, geht nicht, ist überhaupt nicht okay, dann könnte China die Lieferung stoppen und dann wird es nichts mit unserer alternativen Energie und der Energiewende. Hier der eine der wenigen, die das aus meiner Sicht differenzierter sehen, ist der CISPE. Und wir sehen, meine Damen und Herren, dass die anderen Konzerne wie VW und Mercedes irgendwie versuchen, sich in diesem Elektromarkt, der immer schwieriger wird, zu behaupten. VW setzt auf Design, Mercedes setzt auf Reichweite, also eine Batterie, die mehr Reichweite erlaubt. Mal sehen, wie dieses Ganze ausgeht. Die Preise fallen ja im E-Auto-Bereich. Das wird für die deutschen Konzerne ein Riesenthema. Abschließend drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Kommt die echte Korrektur jetzt im September, nachdem wir im August ja schon ein Minus gesehen haben, aber dann eben auch Ende des Monats wieder diesen Aufwärtsmove? Großer, guter Überblickartikel. Zweite Empfehlung. Viele wie BlackRock sagen, wir müssen jetzt aufhören mit
Die Anhebung der Zinsen, das wird gefährlich. Warum, wieso, weshalb, was fordern die Dickfische? Das ist der zweite Artikel, den ich Ihnen empfehle. Und der dritte, können die Aktienmärkte höhere Renditen verkraften? Wir haben am Freitag den Anstieg der Renditen gesehen. Was passiert, wenn wir auf 4,5% steigen und damit die Anleihemärkte das dritte Jahr in Folge mit Verlusten aufwarten würden? Das gab es noch nie seit 1783, also schon ein paar Tage her. Also, was würde passieren, wenn eben dieses Szenario eintritt, dass die Renditen steigen? Diese drei Empfehlungen, meine Damen und Herren, Marktgeflüster heute etwas früher, weil ja US-Feiertag und dann der allgemeine Hirntod meistens einsetzt, dann mache ich auch ein bisschen früher Feierabend und nutze das gute Wetter, um mich ein bisschen zu bewegen. Also, diese drei Empfehlungen, ich sage Servus, ciao.